So, da werden wir wieder. Nach so langer Zeit, lange hat es gedauert, aber trotzdem, ich habe es nicht vergessen. Da bin ich wieder. Psst, leise sein. Den Ton sollte ich da mal auch ausstellen, sonst würde das nur unnötig nerven. So, also, ich habe gar keine Ahnung mehr, was eigentlich jetzt zu machen ist und wo wir sind. Ich erinnere mich nur noch, dass ich mal wieder nicht weitergekommen bin und. Ja, Geräuschkulisse ist definitiv auch schon mal sehr gut. Ich habe eigentlich, ich weiß gar nicht, sind wir noch in Theta? Ich glaube, irgendwas habe ich, glaube ich, von einem Ladebildschirm gelesen. Ey, ich selber bin jetzt hier schon so lange raus, ich habe gar keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall scheine ich schon wieder so eine Blume zu brauchen. Blume! Na, auch geil, man kommt hier rein und gleich so. Ich habe keine Ahnung, was die wollen. Nee, da will ich nicht hin. Ich krabbel mal hier durch den Schacht. Ich weiß gar nicht, wie bin ich denn überhaupt in den Schacht hier nochmal reingekommen? Habe ich schon wieder konkret einfach mal ganz schnell fast vergessen. Ich weiß nicht. Ich brauche eine Blume. Da ich ja jetzt weiß, dass es deswegen so verschwommen ist. Oh Mann. Ich habe ja noch die leise Hoffnung, dass ich das heute vielleicht schaffe durchzuspielen, aber ich glaube, das Ding kann ich auch knicken. Zumal ich auch gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Ist toll, wenn man jahrelang hier kein Spiel spielt, das Spiel nicht mehr spielt. Jahrelang ist ja übertrieben, aber. Habe ich nicht auch irgendwo meine Lampe gehabt? Ach, die ist ja schon an. Boah, ist ja furchtbar. Nee, ja, geh weg, geh weg, weg, lass mich! Nein! Kusch! Verschwinde! War das jetzt auch überhaupt? Musste ich überhaupt hier durch? Ey. Fängt mir gut an. Also. Definitiv werde ich schon wieder stundenlang rumsuchen, wo ich überhaupt hin muss. Macht jetzt schon Freude. Cool wäre es ja, wenn man hier so eine Karte hat, die man immer wieder aufrufen könnte. Dann wüsste man ja wenigstens ein bisschen, wo man ist. Einfach erstmal hier hin, hier ist das Monster nicht. Ich brauche eine Blume. Ja, wie kommt denn? Ach, aber doch, ich glaube da hinten. Er krüppelt sich da was zurecht. Das ist ja zum Kotzen. Hallo. Ist er jetzt da verschwunden? Gucken wir uns mal den Spaß hier an. Ich habe keine Ahnung, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Das ist zu lange her. Ich habe keine Ahnung mehr. Nee, nee, du siehst mich nicht. Ich sehe dich nicht. Komm, wir einigen uns einfach darauf. Das ist immerhin ein guter Deal, finde ich. So. Ich werde mich jetzt hier erstmal eine Weile umgucken müssen. Das wird jetzt nicht anders verhandelbar sein. Weil ich muss erstmal schauen, wo ich überhaupt bin. Ist schon alles so lang her. Eigentlich nicht, eigentlich nur 2 Wochen oder so, aber hey, könnt ihr euch merken, wo ihr in 2 Wochen in irgendeinem Spiel wart? Weil dann Hut ab. Dann spielt ihr entweder zu wenig oder habt ein echt gutes Gedächtnis. Hier, kann ich hier mal was machen? Ist der überhaupt hier? Nein, ich hab Angst. Ja, hier kann ich nichts machen. Oh, hier kann ich was machen. Ich war zu laut, glaube ich. Nein! Ich hab keine Ahnung. Ach, da geht drin. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Nein, 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 nein. Mutti, ich schäme mich schon. Lass mich in Ruhe. Komm schon, bitte. Lass mich einfach in Ruhe. Na, 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 na. Lass mich einfach in Ruhe. Das scheint er sogar tatsächlich zu machen. Aber meine Taschenlampe, die flackert aber auch ganz schön.
Ist die überhaupt noch gebrauchsfähig? Braucht die irgendwie Batterien? Aha. Ich muss eine Weile aushaben und dann ist sie besser, oder wie? Ja, scheint so zu sein. Nee. Okay, ob ich jetzt nach das hat. Oder? Das wäre jetzt der Hammer, wenn ich jetzt nicht erwischt werde von dem scheiß Vieh, aber. Scheint wohl zu stimmen. Guck es nicht an und du hast Glück. Yay! Okay. Gute Sache. Du gehst jetzt bestimmt wieder dahin, wo ich hin muss, ne? Hab ich recht? Ja, weil du hast ja sonst keine Hobbys. Vollidiot. Ach, er kommt sogar wieder in meine Richtung. Ist ja auch total toll. Ja. Ich habe ja auch keine anderen Hobbys, als in irgendeiner Ecke zu stehen. Hobbys muss jeder Mensch haben. Und wenn es nur so eine simplen sind. Ich wurde ja auch nicht aufmerksam, ja? Oh oh. Er wollte da was draufgehen. Nein! Das hätte ich mir eigentlich denken können. Ach, komm schon. Ich bin auch gleich gestorben, ne? Ist ja ätzend. Dann geht schon wieder gut los. Puh. Ach ja. Satz mit X, das war wohl nix. Drücken Sie eine beliebige Taste. Ich drücke Exit. Ja. Interessant war jetzt aber, er wollte da unten was aufheben. Was wollte er denn da aufheben? So ein Kack. Muss ich mir gleich mal angucken. Angucken. Aufheben, angucken. Lalalala. Ist ja toll. Jetzt bin ich ja nochmal. Oh, ich und meine Orientierung sind. Da ja hier auch alles so gleich aussieht, weiß ich jetzt total, wo ich bin. Ach, okay. Nee, wie jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Wo bin ich denn? Das ist ganz woanders, als ich gestartet bin. Glaube ich. Mach mal Licht an. Nein! Ja, ich hab mich nicht angeguckt. Ach, jetzt geh mir doch nicht auf den Sack. Ich meine jetzt mal ehrlich, was soll denn die Scheiße? Boah, ist das übel. Na, will ich auch rumschreien. Na, ehrlich, so zum Heulen. Okay, ich erinnere mich auch irgendwie an diesen komischen Gang hier. Ist jetzt die Frage, bin ich jetzt richtig? Bin ich jetzt falsch? Ich habe keine Ahnung, Mann. Wir werden es sehen, früher oder später. Nö, da kann ich jetzt natürlich auch nicht durch. Ach komm, die anderen Leute stressen. Dann Ruhe. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Wir sind alle glücklich. Eine glückliche Familie. Klar, Keks und so. Hey, das bringt mich hier so durcheinander, ne? Ich bin doch jetzt auch ganz woanders, als ich vorhin gestartet bin. Da wusste ich ja wenigstens noch, dass ich mich da irgendwie irgendwann hab mal hingesetzt. Okay. Ist das hier vielleicht der Schacht? Ach ja. Schade, dass man hier nicht so schneller durchkrauchen kann. So wie bei Spider-Man in dem Spiel. Der hechtet da immer so durch die Aufzüge. Das finde ich cool. Aufzüge, Aufzüge, bei wo das Lüftungsschacht. Lüftungsschacht. Ja, genau. Hey. Ich bin richtig. Hoffe ich zumindest. So, wo war das jetzt? War das jetzt nicht hier, wo ich dachte, er will was aufnehmen?
irgendwo. War das da? Oh nein, mach doch keinen Scheiß. Warum lässt du mich denn nicht in Ruhe? Echt nicht, ich habe eh schon zu kämpfen, dass ich einen Weg finde, aber nach, dann kommst du noch um in die Ecke und musst mich jedes Mal wieder nerven. Na. Bam. Auf die Fresse. Lalalala. Was für ein Glück, dass ich jetzt das Rumo brauche, die ich eh nicht mehr hab. Aber wenigstens nur diesen einen Schlag gerade verkraften musste. Ja, dann ist mir das jetzt auch egal. Schnell weiter, was ist das andere hier? Öffnet mir das irgendwo einen Weg, dass ich irgendwo weiterkomme? Wo war das? War das hier? Das nicht? Das nicht, genau. Oh, okay. Und jetzt erstmal wieder gucken, wie die Steuerung war. Ist auch total toll. Nee, dann raus oder rein? Okay, immer wieder raus und rein. Yay! Was habe ich jetzt angestellt? Ich habe alles kaputt gemacht. Alles. Nein! Hilfe, geh weg! Lass mich! Nein! Mutti! Wenn es mich nur... Ja, wenn er mich jetzt noch einmal kriegt, dann war es ja auch schon wieder. Was hat mir das denn jetzt genützt? War das vorhin schon gelb? Hat mir das was genützt? Sicherheitstür aufgeschlossen. Erinnert mir durch. In Sicherheit. Weg von den komischen Vieh. Das macht eh nur Ärger und Scheiße. Okay. Ich würde ja sagen, sieht krass aus, wenn ich nicht alles so verschwommen sehen würde. Kommt der durch die Tür davon? Die nächste Frage ist, wie komme ich hier runter? Ich springe einfach. Und getötet. Nein. Oh, ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen. Oder auch nicht. Schwimm nach oben. Oh Gott, wie schwimme ich denn? Hilfe! Schwimmt er überhaupt nach oben? War eigentlich eh scheißegal. Ich bin doch eh so ein Unterwassertauchmensch, meine Fresse. Ich bin lieber wieder still. Bin ich jetzt hier auch richtig? Ach, wer weiß. Ich muss ja da einfach mal gucken. Mal gucken, wo ich hier rauskomme und lande. Ich will eine Blume. Frage ist, wo muss ich denn hin? Von wo kam ich? Ich glaube, von da, wo das Wasser runterfällt. Also von hier praktisch. Glaube ich. Ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht. Naja, schauen wir mal, wo uns das hier so hinführt. Kann ich hier rüber? Ja, offensichtlich kann ich das. Aber auch spannend, dass ich gar nicht schwimmen kann, ne? Das ist eigentlich total... Weiß ich nicht. Habe ich so schwer gehen, oder? Habe ich einen schweren Taucheranzug an, oder? Woran soll das liegen? Verstehe ich nicht. Ich brauche eine Blume. Also dieses Verschwommene, das geht mir ja mal ganz schön irgendwie auf den Keks. Nervig, nervig, nervig. Ha, wo muss ich denn jetzt hin? Ich verlaufen. Dann komme ich nach Hause.
Kann mir niemand helfen. Ich bin hier nicht raus. Und irgendwie geht's auch nicht hoch. Och Mann, oh, ich will die Leiter wieder finden. Ne, hier ist zumindest eine. War eine Leiter, die ganz nach oben ging. Warte. Ich habe keine Ahnung, wo war die denn? Die muss doch irgendwo da. Da ist sie doch, oder? Ja. Also gehen wir die doch mal auch dann ganz, ganz schnell wieder hoch. Ja, wahrscheinlich war das schon der richtige Weg. Obwohl ich hier irgendwie gerne vorsichtig. Ich glaube, das ist gar nicht machbar, ohne dass ich runterfall. Falls ich hier nicht weiterkomme, kann ich mir das später noch angucken. Meine Güte, Alter, dieses verschwommene Scheiß, ne? Da geht ja auch noch eine Leiter so weit hoch. Hoch da! Ja, wie jetzt? Es geht nicht vor, es geht nicht zurück, jetzt macht keinen Scheiß. Hallo? Hallo? Würde mein... Das ist ja wohl mal denkbar schlecht. Jetzt hier. Hör doch jetzt mal auf. Und warum lässt er mich denn jetzt hier? Warum komme ich denn hier entweder nicht hoch oder beziehungsweise... Der lässt mich da nicht hoch. Das ist echt schlecht. Aber zumindest falle ich mit einem Lächeln ins Gesicht wieder ins Wasser. So, ich muss jetzt mal um so einen ganz kleinen Mini-Moment Pause bitten. So, Mini-Moment. So. Und die Frage ist jetzt trotzdem, wo geht's hin lang? Ich finde das Spiel toll, also ernsthaft. Roma ist schon eigentlich ein schönes, lustiges Spiel. Auch echt spannend. Aber wahrscheinlich bin ich manchmal einfach zu bloß nicht dazu. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe hier auch so wenig. Ey, sehe ich nur so wenig oder sehen hier alle so wenig? Ich würde euch ja fragen, ob ihr auch so wenig seht, aber ich sehe ja gerade, ihr seid nicht so viele. Um mal nicht zu sagen, nur einer. Was auch nicht so schlimm ist, aber... Da sind so viele Frageoptionen halt einfach nicht vorhanden. Aber immerhin bin ich nicht allein. Ne? Sonst würde ich ja nur Angst kriegen, ich meine... So, also versuche ich hier auf dem Wege nochmal. Oder auch nicht. Ah, jetzt könnte ich mich schon wieder aufregen. Warum falle ich denn hier runter? Ach ja. Da war die Treppe, glaube ich, ne? Das muss doch dann irgendwo da oben weitergehen. Ich kriege jetzt schon wieder eine Krise, weil ich hier schon wieder 1000 Sekunden um einen kleinen Platz rede.
Das ist so schnell nervig. Man soll mir ja nicht hinterher sagen, ich bin ungeduldig, aber ey! Vielleicht ja doch. Dann. Wir könnten es auf der Treppe nochmal versuchen. Die Treppe will mich nicht. Ja, und von der Treppe aus bin ich ja verkehrt rum. Hey, das ergibt schon wieder gar keinen Sinn. Das ist mir so hohlsinnig, dass ich das am liebsten sein lassen will, möchte. Da sollte man vielleicht einfach die Konsole auslassen. Ja, genau, hier war das ja, da war zwar die Treppe, aber ich kam hier nicht hoch, ne? War auch recht blöd, ist eigentlich total gemein. Alles für unsozial hier. Zieh dich doch da einfach mal hoch. Du bist ein... Ne? Echt? Warum macht er das denn auch nicht? Na toll, der kann doch springen. Kann nochmal singen. Und ich springe und ich singe. Yay! Lass uns pfeifen. Keine Ahnung, Mann. Jetzt mach doch mal... Ne? Es wäre auch zu einfach. Warum, wenn er schon so hoch springen kann, sich dann einfach festhalten und hochhieven, ne? Gerade weil er am Wasser ist, wäre das ja auch noch einfacher, sich da hochzuhieven. Warum denn auch? Es würde mir ja mein Leben nur vereinfachen, ne? Und mit ihm. Obwohl ihm ja eigentlich auch, aber ihm ist das wahrscheinlich scheißegal, weil er ist nur virtuell. So viel dazu. Schön, dass wir darüber geredet haben. Da, 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 da. Na, hier waren wir ja lange nicht. Scheiße, geht mir gerade auf Krieg. Die Frage ist, was übersehe ich schon wieder? Weil irgendwas übersehe ich definitiv schon wieder. Darin bin ich ja irgendwie Meisterin meines Faches. Sachen zu finden war noch nie mein Ding. Deswegen hasse ich Ostern. Ostern ist so ein grausamer Feiertag. So. Also nochmal. Es wäre cool, wenn ich da so um die Ecke kommen würde, aber ich traue mich ja schon gar nicht mehr. Wie war das Schleichen nochmal so, alles klar? Ne, nicht einfach wieder runterfallen. Jetzt. Hör auf. Vorsichtig jetzt. Tja. Normalerweise müsstest du doch auch. Au. Und jetzt stehe ich hier und weiß nicht, was ich hier soll. Warum er mich da nicht auch nicht hochlässt, raff ich nicht. Das ergibt gar keinen Sinn. Warum? Ja, genau da. Warum? Warum hängst du hier? Warum lässt du mich nicht? Weil dann würde ich nämlich da hochkommen und von da oben. Ich habe keine Ahnung, aber es sieht aus, als würde es noch höher gehen. Warum lässt du mich denn nicht hier hoch? Ja. Verstehe ich nicht. Wo bin ich jetzt gelandet? Definitiv schon wieder unten. Boah, ich raste aus. Wieso hoch lässt er mich denn da nicht hoch? Ich würde da jetzt auch immer wieder und immer wieder und immer wieder hingehen. Und hier sehe ich gerade rein gar nichts. Ist auch praktisch. Ist echt praktisch.
Ich würde ja schon echt behaupten, heute ist nicht mein Tag, ne? Aber wir machen das Ganze noch nicht mal eine halbe Stunde und ich bin gerade schon wieder gewillt, einfach aufzugehen. Warum lässt der mich denn da auch nicht hoch? Echt? Ich würde sagen, es ist ein Spielfehler, wenn ich mich nicht kennen würde. Ha! Echt, Leute. Und die Sicht hier unten, phänomenal. Habt ihr schon mal so eine geile Landschaft gesehen? Oder? Ist doch echt, ne? Darf man definitiv nicht verpasst haben. Also ich werde jetzt mal gucken, ich mache die halbe Stunde jetzt definitiv noch voll. Und dann werde ich einfach mal blöd vor mich hin offline rumsuchen, damit sich das hier niemand noch mit weiter antun muss, weil ist ja auch echt scheiße, ich wäre schon wieder hier. Vielleicht komme ich ja hier hoch jetzt. Nicht fallen. Lauf die Leiter hoch. Hier, du wolltest es doch. Ah, er wollte es auch. Habt ihr gesehen? Er wollte es doch auch. Ja, wo wir jetzt? Verflucht rein. Ja, wie gesagt, ich mach die halbe Stunde noch voll. Weil ich das nachher einfach besser schneiden lässt. Und dann suche ich halt offline weiter und dann werde ich mal gucken, sobald ich irgendwann irgendwie eine Erkenntnis getroffen habe, dass man ja dann auch weitermachen könnte. Ach, jetzt geht's auf einmal so. Wups. Haut in die Geschichte rum. Ist ja spannend. Na, guck mal einer an. Na. Hey, hier war ich ja lange nicht. Och, schön. Lass mich hier wieder hoch. Ich will hier wieder hoch, bitte. Ich hab auch bitte gesagt. Och, nee. Gut. Schon wieder voll abgestürzt. So ein Scheiß aber auch. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Tut mir leid. Und ich kletter, so wie ich noch nie geklettert bin. Ich kletter gut. Weil ich dafür alles andere nicht gut kann. Deswegen muss ich klettern. Was für ein Scheiß, Alter. Hör auf. Halt doch einer die Frau fest. Das geht doch so nicht. Ja. Okay. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich brauche eine Blume, dass das alles so verschwommen ist. Ne? Das geht mir auch so auf den Sack eigentlich. Ey, echt ist das nervig. Ich wäre ja schon eigentlich versucht, darüber zu hechten. Ich habe nur so das Gefühl, dass das nicht funktioniert. So nicht. Ob ich da irgendwie noch höher komme? Frage ist, wo geht's dann denn? Ich weiß nicht. Gleich hier hoch! Den macht er auch nicht, ne? Und da bin ich doch schon wieder da, wo er mich eh nicht hochlassen will. Hey, komplett befuckt. So, jetzt würde mich ja mal interessieren, ist das eigentlich die Leiter, wo ich am Anfang schon immer hochgeklettert bin? Die ich jetzt am meisten genommen habe, halt immer? Ist das dieselbe? Ich würde das nämlich fast denken. Ja, nur bringt es mir irgendwas? Irgendwie. Irgendwie nicht, ne?
das ja grausam. Tja, jetzt heißt das also wieder runterklettern oder wie? Irgendwie muss ich da rüberkommen. Schätze ich zumindest. Ich wüsste nicht, wo sonst hin, aber... Ja, schön, dass da alles so dunkel ist, dass man auch gar nicht sieht, wie man das... Ist das überhaupt machbar? Ich weiß nicht. Ach ja. Tja, würde ich ja behaupten, wir müssten die halbe Stunde jetzt so ungefähr voll haben. Dann werde ich mich jetzt noch mal ganz kurz verabschieden, weil ich will das jetzt hier keinen antun, dass ich jetzt hier stundenlang rumsuche. Und dann werde ich mich einfach mal weiter umgucken, in der Hoffnung, ich habe hier noch irgendwas und komme dann einfach wieder online. Und für jeden, der jetzt gerade zuguckt und den das dann vielleicht interessiert, ich hoffe, es wird nicht zu lange dauern, aber ich wäre dann halt bald wieder da. Von daher dann jetzt erstmal, ne? Würde ich einfach mal ganz pauschal sagen, denn bis nachher gleich.